Hallo Leute, hier Schutzmann. Ich war mit dem lieben Kunter Kinter unterwegs und ich habe die Anhalt schon ewig im Hafen. Und wir hatten uns überlegt am Wochenende, ach, was fahren wir denn mal ein bisschen? Also haben wir Anhalt genommen. Ist natürlich 10er Matchup. Anhalt, ja, ist ein sehr, na, wie soll man sagen, steifer, zäher Klotz mit ganz vielen Kanonen, aber nichtsdestotrotz eine wirklich gute Panzerung. Also, die hat mich wirklich überrascht. Die Secondary ist nicht so okay, ist relativ wenig. Die Kanonen sind, ja, Mittelmaß. Du hast einfach eine ganze Menge. Auf Long Range kann ich jedem empfehlen, einfach nur auf HE umzuschalten. Das ist wirklich gut. Die schöne deutsche HE-Pen. Ja, wir können mal kurz schauen hier. 88 mm, 29% Brandwahrscheinlichkeit. Das sind 350 mm Geschütze. Das machen wir auf der AP, 9500. Die Kugeln fliegen sehr langsam. Also falls ihr die Anhalt mal bekommt, aus dem Container oder sonst woher, da könnt ihr so zielen wie mit amerikanischen Schlachtschiffen. Dann habt ihr wirklich sehr gute Ergebnisse. Ansonsten, wie gesagt, die hat wirklich gute Tankqualitäten. Ihr habt einfach massig viele Kanonen. 5x3 kann man sich überhaupt nicht beschweren. Die Turmdrehgeschwindigkeit ist aber unterirdisch, die Manövrierfähigkeit ist unterirdisch, die Geschwindigkeit ist überhaupt nicht deutsch, in keinster Weise. Da kannst du das vergessen. Das ist sehr anstrengend manchmal. Aber wenn ihr in einer guten Position seid, könnt ihr nahkampftechnisch richtig gut was reißen, vor allen Dingen, weil ihr ja auch 6 Kilometer Torps hat mit 20 km Schaden, ne? Und dann vorne rein in die Nase. Das ist schon meistens denn ein Flooding plus deine leichte Secondary. Ja, da habe ich völlig verrissen. Ihr habt Reichweitenflieger mit, weil ihr seid wirklich langsam. Ihr könnt ihn auch noch tauschen mit dem Jäger, aber das empfehle ich euch nicht. Macht schön Reichweitenflieger, damit ihr eure gute HE nutzen könnt. So, kommt dann im B ein, das gelingt auch noch ganz gut. Ich bin hier immer noch auf. Müsste eigentlich auch langsam mal zugehen hier. Es kommt wirklich eine Menge auf uns zugeflogen. Der Gegner positioniert sich so schön zwischen A und B. Wenn wir mal gucken hier, Sao, Nebraska, Kansas, Minnesota, Thunderer, Ohio, also nur die guten Sachen sind hier. Nur die guten Sachen. Die Sao farmt mich hier ab, aber ihr seht hier, so, er macht nicht wirklich Schaden. Ne? Nur durch die Brände. Okay. Ach ja, und ihr habt nur 30 Sekunden Brandzeit. Ne? Das ist auch sehr schön. Ich wechsle jetzt auf AP. Schnauze voll. Ich kriege hier auch wirklich ein Geschenk nach dem anderen vom Gegner. Ja, fast 10 km und Brand ist für ein 8er Schlachtschiff nicht verkehrt. Also CV und Nebraska haben irgendwie an mir einen Nagel gefressen. Also, wie gesagt, ihr seid halt wirklich lahm. Und ihr könnt gut wieder reparieren. Also wie ihr seht hier, ich habe jetzt 2 Brände. Ist auch eine leicht verbesserte Reparatur, aber nichts Wildes. Ja. Kunta ist schön am Spotten. Hier ist einfach eine ganze Menge los. Ich habe die Reichweite. Ich versuche jetzt ein bisschen zu chillen. Ich wollte einfach nochmal die Sau bestrafen. Aber die
haut ab hinter der Insel. Ist sie Kansas? Ja, Kansas. War nicht sehr prall, hätte ich sogar noch weiter vorhalten müssen. Ihr wisst ja, Leute, Kansas ist eh nicht schnell unterwegs, also muss man schauen, wie man das am besten hinkriegt. Gegen die Insel. Und schon wieder ist hier die Midway. Die wollte uns unbedingt rauskommen und da kommt noch die Nebraska. Also die beiden Midway und Nebraska haben das echt auf uns abgesehen. Ich weiß, 20.000 Schaden, mein halbes Schiff ist weg. Fast 700.000 potenziellen Damage. Also wir müssen hier noch was machen. Los geht's. Gott sei Dank ist U-Boot und die Kit abgedüst. Beim D-Cap sieht das relativ schwach aus. Da kommt die Sau wieder. Wir haben A und B und C eingenommen. Wir haben drei Caps, obwohl wir im Schiffsnachteil sind. Tickt das aber trotzdem ganz gut für uns. Da ist die Kansas. Meine vorderen Türme. Ja, jetzt ist irgendwas im Cap und wir versuchen hier also wirklich gnadenlos was zu machen. Kansas dreht schon wieder. Kansas hat ja den Vorteil, dass sie einfach schnell anfahren kann. Jetzt sehe ich aber, dass B eingenommen wird. Oh. Der blöde DD. Ein bisschen höher zielen und... Ich kann wieder reparieren. Ihr könnt sehr schön, also ihr könnt sehr viel wieder reparieren. Das ist sehr angenehm. Gucken, ja, da ist die Nebraska. Ein bisschen höher auf die Aufbauten. Da kommt er schon wieder mit seinem Flieger. Ne? Ich würde irre. Kunter spielt mit dem Feuer. Also wir versuchen natürlich so gut es geht hier A zu verteidigen. Aber jetzt kommen sie natürlich langsam hier von allen Seiten. Plus Nebraska, plus CV. Ach, war das anstrengend. So, ich wechsle auf HE. Damit ich wenigstens die Nebraska nochmal anzünden kann. Siehst du, der U-Boot-Schlacht ging ja 10 Kilometer. Ja, 10 Kilometer U-Boot-Schlacht. Das ist ganz gut eigentlich, weil viele Leute mit den 6er oder 8er U-Booten noch sehr oft mit dem Ping spielen. Oh, drei Ausfälle. Da kann man nämlich gut was machen. Kunter eröffnet gleich das Feuer auf die Treasure. Oh Gott, ey, meine Tondrehgeschwindigkeit ist wirklich unterirdisch. Wir haben die Treasure raus. Sehr gut. Ah, Kunter hat genebelt. Okay. Müssen wir kurz abwarten. Ich bremse ab. Da kommt die Minnesota und die Kansas. Ich versuche langsam wieder rückwärts zu fahren. Die Betonung liegt hier auf langsam. Ach, das ist auch ein steifer Kahn. Der macht Spaß. Also beweglich ist natürlich was anderes. Aber grundsätzlich macht dieses Schiff Spaß. Weil es einfach super tanky ist. Ich komme rüber. Fünf und ein Feuerchen auf die schöne Kansas. Minnesota. Mein Gott. Da ist noch die Nebraska. Ja, und jetzt versammeln sich hier langsam die Big Boys. Unsere Big Boys hauen ab. Gut, Vladi ist jetzt kein Big Boy, aber hat einen harten Punch.
Smolens hat die Kit rausgenommen, das war schon mal Starsager, sehr schön gemacht. Unser U-Boot ist auch down. Wir haben jetzt noch Kunta als DD, der Gott sei Dank sehr safe spielt, da war ich auch sehr dankbar drauf. Sehr dankbar für. Kansas und Nebraska haben versucht, eine schöne Flankensituation aufzubauen. Das haben die beiden wirklich gut gemacht hier vom OIO-Clan. Ich versuche nochmal Torpedos reinzuhauen. Meine AP ist drin. Minnesota kriegt meine. Oh, das war ein schöner Hit. Man merkt auch sichtlich, dass die Minnesota jetzt leicht frustriert ist. Da hinten ist noch die Kansas. Ich bin schön in Deckung vor der Nebraska. Die Kansas haut ab, schießt aber noch auf mich. Ein bisschen mehr Anwinkeln. Zack, zack, zack. Ja, nur 6, nur 6K. Weil die Anhalt hat vorne einen richtig schönen Icebreaker. Und jetzt auch, ich stehe ziemlich breit. Mal gucken und. Na gut. Da habe ich natürlich jetzt richtig einen reingekriegt. Ne? Aber generell hat dieses Schiff wirklich Tankpotenzial. Und guck mal, was ich wieder reparieren kann. Das war ja hauptsächlich AP-Schaden jetzt. Und das ist wirklich angenehm. Keine Ahnung, ob die Minnesota das nicht wusste, dass ich Torpedos habe. Aber diesen Schlenker müsst ihr immer mit einberechnen. Schön ein bisschen ziehen. 10K von vorne. Ihr habt auch 10K bekommen, aber Minnesota stand voll breit und verdient mein Torpedo. Kunta, du Schlingel. Ach, ich hab so schön gefreut auf den Kill, aber na gut. Ja, wir sind bei 90.000 Schaden. Ich bin froh, dass ich überhaupt überlebt habe, dieses 10er Matchup. Wen haben wir denn da? Jimmy. Jimmy hat sein Bestes versucht, muss man auch sagen. Hier schön vor. Einmal mit der Torpedo-Schablone gucken, wo die Gegner bleiben. Ich will aber da nicht einfach reinfahren, weil ich Angst habe. Das hat er gemerkt. Erstmal Viertel vom Schiff weg. B-Cap ist wieder frei. Ja, sind nur noch die drei hier. Das habe ich aber leider zu spät gemerkt. Kansas ist böse. Da ist sein Kollege noch drin. Nee. Aber hier die B-Division bei dem Gegner. Die hat gut gespielt. Also, die sind nicht einfach heizlos reingefahren, sondern die hatten einen guten Plan gehabt. Hat der Kollege hier ganz gut gemacht. Oder die beiden, besser gesagt. Haben versucht, eine Flankenposition aufzubauen. Nebraska ist im B-Cap gewesen. Kansas am A-Cap und alles, was dann halt zwischen diesen beiden Caps stand, von uns wurde unter Feuer genommen. Also kann man nicht meckern. Ich stehe hier voll im Secondary-Fieber von der Schliefen. Da kann meine Secondary natürlich nicht mithalten. Aber ich habe bessere Panzerung als die Schliefen. Das ist sehr praktisch. Jetzt denke ich aber auch, mein Gott, 900 Punkte, aber du bist so lahm mit dem Kahn. Ja, ihr brennt nur knapp über 30 Sekunden. Die Flugabwehr ist okay. Die Secondary, ja. Ich habe hier Günni drauf gehabt. Und der war auf Full Sec gebaut, also geskillt. Dachte ich mir, für die Runde hier ist egal. Mir macht die Anhalt Spaß. Es ist manchmal, man muss sehr vorausschauend fahren mit der Anhalt. Anhalt ist kein Anfängerschiff. Selbst wenn du langjähriger Schlachtschiffkapitän bist, mit der Anhalt musst du schon ein bisschen vorausdenken. Ne? Die kann gut einstecken. Oh, nochmal 6 Abpraller, alter Schwede. Man kann gut einstecken. Du hast sehr gute Nahkampf-Eigenschaften. Du bist tanky, deine Reparatur ist gut. Du schießt sehr weit. Der Reload ist, bevor ich hier Quatsch erzähle, mittlerweile, ja, 30 Sekunden, aber du hast ja auch 5x3, also du hast zwar nur 350er, die ja okay sind, aber kann man nicht meckern. Würde ich das Schiff empfehlen, wenn ihr mal Bock habt auf einen anderen Spielstil, ja, na, aber wenn ihr so nur so
Bismarck oder Tippets Fans seid, dann würde ich eher nein sagen. Wie gesagt, es ist eher was für geübte Hände, für geduldige Hände ist es auch. Ne? 144.000 Schaden, 75 Treffer, 5-mal verteidigt, 2000, fast 2200 Base XP. Kann man nicht meckern. Wie gesagt, wenn ihr Schlachtschiffsspieler seid, ihr müsst vorhalten wie bei den Amerikanern und hoffen, dass ihr gut trifft. Ansonsten macht dieses Schiff Spaß, aber man muss Geduld mitbringen, weil alles irgendwie langsamer ist. Turmdrehgeschwindigkeit und. Ja, und nochmal ein Lob hier an die B-Division bei den Gegnern. Das haben die beiden wirklich gut gemacht, hatten einen guten Plan, aber der ist leider nicht aufgegangen für sie. Zum Glück für mich, zum Pech für die beiden. Alles klar. Okay, ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao.